Einen wundervollen guten Tag. Herzlich willkommen zurück in Solstheim mit Günni, mit Lydia, mit Skyrim. Und da hinten ist ein Aschengeborener, da ist ein großer Pilz, da ist noch ein Stein, da ist eine Festung. Wir haben viel zu entdecken und das werden wir in dieser Folge auch machen. Denn das aktuelle große Ziel ist ja eigentlich, dass ich darauf warte, dass ich eine Nachricht bekomme, dass die Goldgrabung wieder weitergeht. Aber keine Ahnung, wann das der Fall ist. Deswegen machen wir das jetzt an der Stelle so. Ich versuche ihn mal zu schnibbern. Hat funktioniert. Schön, dass dann jetzt auch instant neue Leute gespawnt sind. Ja, Headshot ins Knie, man kennt's. Kann ich mal ein bisschen Armbrust-Skill bzw. Schießkunst mal verbessern hier. Haben wir genug Bolzen. Ich muss nur treffen. Es ist gerade ernsthaft ausgewichen. Das halte ich ja für extrem frech. So, da geht er down. Yeah. Wieder mal ins Knie. Einfach nur, um das Meme zu erfüllen. Gut, nach dieser kleinen Einlage zu Beginn direkt, können wir mal weiter. Ich wollte ja zu dem großen Pilzhaus-Ding, was auch immer es ist. Wahrscheinlich ist es so wichtig, dass es eigentlich eine eigene Quest hat, aber ich gehe da jetzt einfach mal hin. Au, okay, die Dinger explodieren anscheinend nochmal, nachdem ich sie gelegt habe, oder? Läuft hier irgendwo ein Zauberer rum. Irgendwas ist jetzt gerade noch explodiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Feuerball auf mich geworfen hat oder ob das jetzt war, weil die Dinger kaputt waren. Hier ist verbrannter Zweigling. Vielleicht warst du das auch. Wieso stehst du eigentlich im Wasser? Sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt eigentlich kein Ort, an dem du sein solltest. Brut all the way. Doppelschwinge. Sehr gut. Verbranntes Zweiglingholz. Kann man mal mitnehmen. Die haben jetzt auch viel Erz dabei. Hab ich aber letztes schon mal gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mein Inventar zuzuballern. Mir wurde jetzt zwar netterweise der Tipp gegeben, mit wem ich mal reden sollte. Wegen Dingen. Aber jetzt bin ich ja gerade unterwegs, aber ich könnte das vielleicht mal zum Ende der Folge angehen. Damit ich endlich mal einen Ort habe, wo ich mein ganzes Zeug, was ich hier finde, mal lagern könnte. So. Das nehmen wir. Dann haben wir hier einen Schatzjäger. Das hat nicht so gut funktioniert. Also es hat sehr gut funktioniert, aber das Ziel erreicht habt ihr trotzdem nicht. Uralte Truhe. Wahrscheinlich daran zugrunde gegangen. Mir dabei zuzugucken, wie ich Schlüsse öffne. Einfach umgefallen. Vor lauter Wut. So, ja. Nehme ich mal mit. Okay, also ich komme hier noch nicht hin. Beziehungsweise halt nicht einfach so von der Seite. Logischer Ansatz wäre gewesen, von der anderen Seite einfach mal hinzugehen, weil ich glaube, von hinten macht auch keinen Sinn. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja was. Wie gesagt, da machen wir jetzt erstmal so ein bisschen, so lange erstmal ein bisschen Erkundung, bis ich dann mal zurückgehe und mal mit den Konsorten rede, mit denen ich reden sollte, wegen vielleicht mal einer Bleibe, damit ich nicht alles in diesem Fass lager. Da ist übrigens der Stein, das können wir auch gleich nochmal machen. Okay, vielleicht ist das ein bisschen eine größere Nummer, als ich eigentlich ursprünglich angenommen habe. Chillig. Was macht ihr hier? Solltet ihr Meister Nelod nicht beim Reparieren des Turms? Warum funktioniert diese Beschwörung nicht? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst,
Ich versuche, diesen Aschenwächter-Zauber hinzubekommen. Okay. Nun muss ich... Temitrin, alles klar. Hier müssen wir wahrscheinlich hin, sobald ich die Steine geläutert habe. Deswegen werde ich jetzt erstmal Steine läutern. Bevor ich mich wieder in irgendwelche Sachen verzwicke, in die ich mich eigentlich nicht verzwicken will. So, wir gehen einmal zu dem Stein. Dann gibt es wahrscheinlich wieder ein kleines Bossfightchen. Ist natürlich mal wieder streng bewacht. Willenbeugen einmal ausrüsten. Der Sonnenstein. Ich mach schon mal meinen Feueratem wieder an, nur für den Fall. Da ist er geplatzt. So. Alle auf den Hüter. Voll in die Kniescheibe. Irgendwo mit, ja, Kamera. Okay, irgendwas wurde mit erschlagen. Küchenschlüssel von Timmy. Okay, den nehme ich mal. Das war jetzt safe wieder irgendein krasser NPC, den ich brauche für irgendeine Quest, aber ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen. Sorry. Ich fühle mich irgendwie anders. Mehr wie ich selbst. Ja, ist doch schön. Ist immer toll, wenn ich helfen kann. Da hinten ist eine Zwergenstadt, nehme ich an. Gehen wir jetzt da hoch oder gehe ich da runter? Ich glaube, ich gehe erstmal da hoch. Zwergenstädte sind zwar immer ganz geil, bedeuten aber in der Regel auch sehr, sehr tiefgehende Dungeons. Dann mache ich lieber nochmal so eine Festung hier. Aschebrot. Tut dem Magen gut oder so, keine Ahnung. Ich höre auch wieder in letzter Zeit viel zu viel Radiowerbung, dadurch, dass ich wieder auf der Autobahn unterwegs bin. Kommt man ja dann morgens und nachmittags doch mal wieder dazu, Radio zu hören, und das ist echt nicht okay für mein Gehirn, weil jetzt auch wieder die ganzen Jingles sich in meinen Kopf braten. Da fällt er auseinander. Das kleine Käferlein. So, Festung. Immer wieder gut, so eine Festung zu treffen. Ich muss auch öfter mal in Innenräume gehen, weil wenn ich aus Innenräumen rauskomme, dann erhöht sich meistens die Chance darauf, eine Nachricht zu erhalten. Aber das ist sowieso wieder so ein Ding, was dann nach 1, 2, 3 Ingame-Tagen automatisch passiert. Wenn ich aufstehe, dann steht er wieder direkt vor mir. Dann wollen wir mal in die Zitadelle gehen. Überall Asche, ne? Man kommt hier nirgendwo vernünftig durch. Okay, der liegt schon länger hier. Was ist hier geschehen? Mhm. Jetzt immer diese Investigation, was hier passiert ist und warum ich überhaupt hier bin. Umständen kann es manchmal dazu kommen, dass man einem Geheimnis auf der Spur ist. Aber hier geht es gerade zumindest noch nicht weiter. Wenn ich, wahrscheinlich finde ich sonst oder irgendwo ein Tagebuch und dann, du musst die Wand anschreien, dann geht die auf. Aber das ist eine Illusionswand, womit wir wieder bei Souls wären, und das will ich nicht. Ich mag Illusionswände nicht, aber eine Schatulle. Alternativ ist der Sand der Zeit. Makellos, makellos. Ewige Heilung klingt sehr gut. Und ein bisschen Schmuck. Ansonsten ist jetzt hier tatsächlich nicht viel. Zumindest nichts großartig Offensichtliches. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht von außen nochmal irgendwo anders hinkomme. Ich meine, ich habe die Schatulle jetzt gefunden und noch eine Truhe. Und diese Einkerbung mit den Felswänden wirkt doch ein bisschen, als würde es da noch weitergehen. Ich wüsste nur nicht wie. Vielleicht auch hier wieder durch eine Quest, das kann gut sein. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wenn ich ehrlich bin. So. Gehen wir mal weiter hier hoch.
kämpfen erstmal gegen den Bären. Ins Gesicht. Dann bin ich ganz stark am Überlegen, ob ich nicht schon mal zu der Zwergenruine gehen soll. Ich sage übrigens einfach, es ist eine Zwergenruine. Es kann gut sein, dass es einfach nicht so ist, aber das sah doch sehr nach Zwerg aus. Beziehungsweise Dwemer. Schon kaputt. Ich gehe da einfach mal hin, damit ich es schon mal entdeckt habe und kümmere mich dann schon mal um eine Bleibe. Also gehe dann nochmal kurz zurück, weil dann habe ich den Waypoint und dann können wir dann vielleicht das umkehren, dass ich die Bleibe bekomme, dass ich ein bisschen was einsortiere und dann gehen wir schon mal am Ende der Folge zumindest in das Dungeon rein. Je nachdem, wie lange das dann jetzt dauert. Und ob ich vielleicht noch Sachen erledigen muss, bevor ich es kriege, das kann natürlich auch immer passieren. Ja, guck mal. Da haben wir doch diese komischen Wächterviecher schon als Nachbau. Ist doch grundsätzlich jede von deren Ruinen klingt, als würde man gerade irgendwas ausspucken wollen. Die sehen erstaunlich aktiv. Oh Gott. Gut, vielleicht machen wir erstmal ein bisschen den Eingang frei hier. Ich kriege ein paar Pfeile ins Gesicht. Au, au. Diese Standardbanditen und Plünderer sind immer so herrlich. Einmal schön mit dem Griff von der Axt ins Gesicht gehauen und schon haben sie es hinter sich. Einfach mal runterspucken. Keine Blitze, bitte. Mehr habt ihr noch drauf? Doch, ich kann es dir zeigen, warte. Da, das habe ich noch drauf. So. Hier durch immer noch mal ein paar Leute weghauen. Auf jeden Fall ist da der Eingang. Jo. Machen wir doch noch mal ein bisschen Heilung drauf, würde ich sagen. Ja, guck. Da wird auch endlich mal die Wiederherstellung ein bisschen hochgepusht. Ich dachte, das wäre eine Reinkarnation meiner selbst, was da auf mich zukommt und nicht irgendwas anderes. Dann gebe ich mir selbst eine Kopfnuss, das ist doch nett. Ich schieß auch andauernd irgendwelche Giftpfeile raus. Die habe ich auch nie verstanden, die schießen auch grundsätzlich immer irgendwo hin, wo man sie eigentlich nicht gebrauchen kann. Könnt ihr mal aufhören, meine Ausdauer wegzuhauen? Ich will das nicht. Ich muss euch doch irgendwie kaputt hauen. Dann machen wir es so. Schau mal, brauche ich für dich keine Ausdauer. Und wieder heilen. Dann kann ich gleich noch einmal kurz ein bisschen schnell speichern hier, aber das brauche ich eigentlich nicht. Theoretisch, ich schnell reise ja sowieso gleich weg. Vorausgesetzt, es funktioniert, weil es könnte ja immer noch sein, dass hier Gegner in der Nähe sind. Sofern sich Lydia da jetzt nicht schon drum gekümmert hat. So, das ist entdeckt. Das heißt, ich gehe nochmal hier hin. Und dann wurde mir nahegelegt, den Hauptmann der Wache mal anzusprechen auf den ganzen das Dilemma. Ist natürlich nur die Frage, wo der gerade rumhängt. Ist der im Bollwerk, theoretisch? Durch eure Unterstützung der Redoran-Wache bei den Aschenbrutangriffen habt ihr euch hier einen guten Ruf verschafft. Bewahrt ihn euch. Nice. Warum so misstrauisch? Muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Gibt's ein Problem? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Okay, was bedeuten die Titel? Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Den kenne ich doch. Als zweiter oder? Ratsherr ist es meine Pflicht, durcheinander zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Okay. Was mit Schwarzlicht? Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Ja, gut. Das ist die Hauptstadt von Morrowind.
seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Schön. Die Argonier sind im Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war, tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Das ist nicht gut. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, die ihr uns zuteil werden lasst. Verzeiht, dass ich an euch gezweifelt habe, Serio. Jetzt muss ich nur immer noch mal gucken. Also ich bin mir eigentlich immer fast sicher. Normalerweise, wenn ich irgendwo ein Haus oder eine Wohnung haben will oder sowas, ist es direkt wieder, ja, aber du musst dann vorher erstmal das und das erledigen. Aber ich habe ja vorher schon was erledigt. Also rein theoretisch. Du bist doch der Hauptmann, Dude, oder? Ja. Nachdem die Aschenbrut erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast gönnen. Gut gemacht. Schwer, die zu befehligen. Selbst die erfahrensten Krieger können kleinen Ablenkungen zum Opfer fallen. Normalerweise gibt es keine großen Probleme, aber kleine Ablenkungen erschweren mir natürlich die Arbeit. Kleine Ablenkung? Einige meiner Männer haben zu großem Gefallen an einem Getränk namens Glutbrandwein gefunden. Ich selbst verabscheue das Zeug. Es ist stark und macht schnell süchtig. Selbst gestandene Männer können oft nicht einmal eine einzige Flasche leeren. Das ist ja nicht gut. Wenn ich nur wüsste, wo sie die Flaschen verstecken, könnte ich der Sache ein Ende setzen. Wird schon auftauchen. Ich könnte es suchen. Das würdet ihr tun? Ja. Das würde mir sehr helfen. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich selbst darum zu kümmern. Ich mache alles, um unter Umständen irgendwie was Kleines hier zu finden, was ich Wohnung nennen kann. Versteck. Ich muss es unbedingt loswerden. Okay, Ausgrabung geläutert, mehr als sogar Weglings. Das ist, glaube ich, eher was Verschiedenes, oder? Ja. Ne, das Verstecken in Rahmenfels, das wird mir natürlich nicht angezeigt, ey. Warte mal. Lydia, ich muss... Lydia? So, hallo. Glover Mallory ist ein Naturtalent mit Hammer und Amboss. Er hat meine Rüstung meisterlich repariert. Okay, euch ansprechen bringt mir jetzt auch nicht viel. Wenn ich gedacht, ich kann vielleicht mit den Wachen reden und die dazu überreden, mir zu verraten, wo es ist. Hier im Hof sollte immer noch Tränke mischen, wenn ihr so etwas sucht. Ganz im Westen der Stadt. Mit dem Zweifel ist es immer unterm Deck, ne? Also wir haben ja schon mal Skuma gefunden unterm Dingens. Oh. Das haben wir hier schon mal eine Schatulle. Wenn die das jetzt ist, ne? Kannst du aufhören, bitte? Es kann sein, dass wir gleich Schlossknacken maxen. Wenn ich es schaffe. Ja, guck. Und direkt noch eine neue Stufe. Das ist ja ein Träumchen. Gib mir mal Ausdauer. Die Wiederherstellung? Nee. Warte mal, wo waren wir letzte Mal? Ich meine, dadurch, dass ich den dadurch bekomme, kann ich vielleicht auch nochmal was draufpacken, ne? Aber... Okay. Experte ist viel leichter zu knacken. Dann machen wir das doch einfach mal. Okay, ich sehe jetzt hier zumindest nicht mal irgendwie einen Beutel oder eine Kiste, wo irgendwas drin sein könnte. Also das ist es zumindest schon mal nicht. Gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten 20 Folgen damit verbringen, dieses Versteck zu suchen. Es sei denn, irgendjemand gibt mir einen Tipp hier in der Stadt. Ich rutsch langsam aber sicher, danke. Wenigstens konnte ich nochmal raus. Oder halt einfach jede einzelne Urne einmal durchsuchen, einfach auf die Hoffnung hin, dass es hier irgendwo ist. Ich hätte sonst gesagt, ich glaube, der einfachste Weg wäre theoretisch einfach mit den Wachen reden, aber... Irgendwie dann doch nicht. Hier ist Suyama. Irgendwas war ja auch mit Tränke mischen im Westen der Stadt. Das war so das Einzige, was die jetzt außerhalb gesagt haben. Oh, der weiß Glotz hier und geht weg. Und hier, meine Rüstung ist meisterlich repariert. Severin anwesend. Achso, das war die Nummer. Wollen wir nochmal hier gucken.
Irgendwo wird es schon versteckt sein. Ah, vielleicht einfach in diesem Fass. Berichte ihn von dem Vorrat. Gut, ich werde den jetzt nicht mitnehmen, ich werde auch nichts zerstören oder sowas. Das soll der Hauptmann schon selbst machen, um ein Exempel zu statuieren. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn wir sind am Ende angelangt der Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Geschichte hier. Und vielleicht kriege ich ja dann irgendwann mal meine Butze. Werden wir dann sehen. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.